Der Ball der Offiziere präsentiert Professor Thomas Schäfer-Ellmayr. Tanz und Tradition. Besonders in Wien besteht eine Tanztradition wie in keiner anderen Stadt der Welt, weil diese Balltradition hier so tief verwurzelt ist. Die Geschichte des Wiener Walzers. Josef II. Hat die Wiener Hofburg für einige Bälle auch für das Publikum geöffnet, und zwar 1770. Und damit auch bewirkt, dass der Wiener Walzer, der vorher ja bei Hof verpönt war, in die Hofburg eingezogen ist. Er ist der beliebteste Tanz bei allen Bällen. In Wien. Ihre Beziehung zum Militär? Ich persönlich bin ja ein Spross aus einer Offiziersfamilie. Ich bin der Einzige, der keinen Grad erreicht hat, weil ich damals im Ausland studiert habe und 20 Jahre im Ausland überhaupt gelebt habe, ist das an mir vorbeigegangen, das Bundesheer. Ball der Offiziere. Der Ball der Offiziere ist einem sehr, sehr starken Wandel unterlegen. Er war ein traditioneller, mittelgroßer Ball. Inzwischen ist der Ball der Offiziere einer der größten Bälle in der Hofburg. Ball der Offiziere. www.ballderoffiziere.at